Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Misao. So, wir beenden das jetzt einfach, egal wie lange das dauert, weil sonst sage ich noch tausendmal, dass es die letzte Folge ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wir versuchen jetzt, Yoshino wieder zu beleben. Also, wieder, dass sie wiedergeboren wird, genau. Schauen wir uns das an. Aber Yoshino war ja wirklich ganz schön böse. Wo sind wir denn hier? Raum 105. Okay. Du spürst eine Präsenz. Hier ist nichts. Dann gehen wir doch mal raus. Nein, die Tür öffnet sich nicht. Geh auf! Misao, sei kein böses Mädchen. Vielleicht, wenn du brav bist, lasse ich dich wieder raus. Hm, ist sie hier versteckt oder so? Nein, halt! Geh weg! Stopp, Hilfe! Ich habe Angst. Es ist dreckig. Es tut weh. Es ist eklig. Au, 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 au. Hä, aber wo ist sie? Hui! Niemals vergeben. Was hast du? Okay. Du willst nicht vergeben, aber... Huh? Vergib mir, Misao, nein! Was ist hier los? Mehrere Misaos. Oh je. Ah! Oh, ah! Hilfe! Ah! Damit kommst du nicht davon, was du Misao angetan hast, Yoshino. Das ist deine Strafe. Aber ich weiß, dass du sowieso auch selbst gelitten hast. Also werde ich dich befreien. Misao, kannst du nicht aufhören? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber Yoshino tut es leid. Das hat wohl nicht geklappt. Wenn ich nur etwas finden könnte, womit ich Misao aufhalten kann. Misao kann nicht aufgehalten werden, okay? So, wir brauchen also etwas. Na, hier geht's nicht auf. Das Salz, das ist es. Damit kann ich Misao aufhalten. Muss ich das jetzt wieder auswählen? Ja. Genau, weil Salz, das wissen wir jetzt, hilft gegen Geister. Nimm das! Nein, sowas Schlimmes kann ich nicht tun, sie mit Salz vollzuschmeißen. Ich muss an etwas anderes denken. Ach so, sie voller Salz machen, damit sie von ihr ablassen? Hä? Was, hä? Was soll ich machen? Okay. Hä? What am I supposed to do? Ach, hä? Mit Coins? Mit Bad? Ja, womit soll ich sie denn nun aufhalten? Also am ungefährlichsten sind Münzen, aber ich weiß nicht, was wir damit erreichen sollen. Hier, Misao. Guck mal, Misao. Geld. Guck mal, guck mal. Psst. Ein bisschen dämlich, naja. Nein, sie hat nicht mal geguckt. Das ist ja schlimm. Dann muss ich diese Münzen wohl behalten. Okay, dann probieren wir hier noch das... Misao, halt! Aber ihr eins überbraten kann sie machen. Nee, aber Salz nicht in die Fresse. Also, naja. Sorry, ein bisschen seltsam. Na, los, hauen wir ihr eine rüber. Eins über die Rübe. So. Arme Misao, naja. Yoshino. Sieht nicht so aus, als könnte sie sprechen. Vergib mir, vergib mir. Yoshino, es ist in Ordnung. Nein, nein, stopp, geh weg. Yoshino, ich hoffe, das hat dir beigebracht, dass du nicht mobben sollst. Ich werde nicht, ich schwöre es, vergib mir. Ich bin mir sicher, dass Misao dir vergeben wird. Lass uns gemeinsam zurückkehren. Wieso? Oh mein Gott. Wieso stellst du dich mir in den Weg? Ich dachte, du willst mir helfen. Ich dachte, du wärst meine einzige Freundin. Ja, ich war immer deine Freundin, Misao, aber... dich das hier tun zu lassen, das würde dir nicht helfen. Was bist du? Misao, du bist noch nicht auf die andere Seite gewechselt? Wenn du das hier weitermachst, dann wirst du das niemals tun können. Also ihr Geist ist noch nicht so im Jenseits verschwunden, sozusagen. Halt die Klappe. Hör mir zu, Misao. Wird dies hier zu tun wirklich dein Herz reinigen? Sei still.
Natürlich nicht. Wenn es das tun würde, dann wärst du schon aufgestiegen in den Himmel. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Hör auf damit, Misao! Du willst dich nur rächen. Ich möchte dich so nicht sehen. Klappe! Oh. Misao! Oh oh, okay. Dann speichern wir wieder. Dann der letzte, Kudos Grab. Wer war Kudo nochmal? Ah, ich weiß. Dieser Junge mit den grünen Haaren, glaube ich, ne? Oder nicht? Hä? Da ist sie doch ganz klein, oder? Ja, das ist der. Die kannten sich doch von klein auf. Was ist los, Misao? Takeshi, ärgert mich immer. Nicht schon wieder. Da. Ich werde mich um Takeshi kümmern. Weine nicht. Okay. Lass uns nach Hause gehen. Ich werde dich auf dem Weg beschützen. Süß. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Takeshi. Oder nicht? Was ist los? Damals warst du so nett. Aber du hast dich verändert. Warte. Wieso haust du so schnell ab? Lass uns doch gemeinsam nach Hause gehen. Bitte, hey. Du hast dich so seltsam benommen. Wieso ignorierst du mich? Sei doch mal schlau, du nervst mich. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich nerve. Aber ich versuche, es zu vermeiden. Ich versuche, Dinge alleine zu regeln. Ich verspreche dir, ich nerve dich nicht mehr. Also, nee, so nervig. Was? Rede nie wieder mit mir. Wieso? Wieso? Ja, wieso denn? Wieso ist er denn so? Oh, Misao, lass mich dich kurz ansehen. Nein. Wieso nicht? You giving me lip? Das kenne ich nicht, das muss ein Spruch sein. Au. Du weißt, was passieren wird, ja? Er hilft ihr nicht. Er haut einfach ab. Du hast mich verlassen. Ich habe dir vertraut. Ich werde dir nicht verzeihen. Sie ist echt sauer. Oh, was ist das? Wo ist das hier? Ach du Schande, wir sind in totaler Dunkelheit. Hier. Wow! Hör doch damit auf! Wow! Stirb! Stirb endlich! Ohne, hä? Stirb, stirb, stirb! Vergib mir, Misao! Stirb in einem Feuer! Verbrenne in der Hölle! Stopp! Stopp! Stirb! Ich hasse dich! Stirb als Jungfrau! Was ist hier los? Misao, hör doch endlich mal auf hier mit dem Scheiß. Kudo, bleib bei mir. Kudo ist nutzlos. Stirb endlich. Misao, bitte hör auf. Es tut mir leid, so leid. Kudo, bitte, komm mit mir zurück. Vergib mir. Du musst dich nicht schämen. Du musst dir keine Vorwürfe machen. Wenn ich nur schneller gewesen wäre. Es ist meine Schuld. Alles ist meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Aber es ist es. Meine Schuld. Misao. Hasst du mich? Das ist ja wohl der Beweis dafür. Es ist meine Schuld. Kudo. Nein, diese Mädchen sind nicht Misao. Das sind nur Illusionen, die geboren wurden aus der Dunkelheit in deinem Herzen. Haha, was für ein Schwachsinn. Worauf willst du diese Annahme basieren? Weil Misao so nett ist. Sie würde diese Dinge nicht sagen. Weißt du das nicht selbst? Misao. Misao. Kudo. Misao? Oh. Misao. Kudo. Dass du mich bei meinem ersten Namen nennst. Du hast mich so lange nicht mehr so genannt. Es tut mir leid, Kudo. Nein, ich sollte mich entschuldigen. Es ist mein Fehler, dass du... Es ist in Ordnung. Ich hasse dich nicht. Wieso?
Habe ich dich nicht verlassen? Ja, es war sehr einsam. Ich habe gelitten, als ob ich sterben müsste. Aber ich wusste, wie du dich gefühlt hast, Kudo. Du warst einfach nicht mutig genug. Ich wusste, dass du immer an mich denkst. Und das hat mich trotzdem glücklich gemacht. Misao, ich danke dir dafür, dass du an mich gedacht hast. Ich liebe dich auch, Kudo. Misao. Misao. War die Misao, die vor Kudo erschien, die wirkliche? Ich frage mich, ob diese Misao auch nur eine Illusion von Kudo war. Tja, das ist die Frage. So, wir haben alle erfolgreich wiedergeboren. Ach du Schande, jetzt ist da noch ein Weg. Ey, ich krieg echt langsam eine Krise. Der hört ja gar nicht auf, das Spiel. Oh, Mr. Onigawara, nimm das. Ein Handspiegel? Das könnte nützlich sein. Ich frage mich, wozu der gut ist. Muss ich den jetzt auswählen? Nee, anscheinend nicht. Thomas Grab? Hä? Also ist Thoma hier drin? Was? Also hat Misao Thoma... oh Gott, was war denn possessed? Ihr wisst schon. Seinen Körper übernommen, um ihn in die andere Welt rüberzuziehen. Touch it. There's no going back. Es gibt keinen zurück. Warte. Ich speichere nochmal. Genau. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das ist ja nochmal ein ganzes Spiel hier. Ich hoffe, wir sollten nicht... Oh. Misao. Geh zurück. Die anderen können gehen, aber ich werde dir nicht Thoma geben. Wieso nicht Thoma? Thoma hat doch nur mit dir gespielt. Ich weiß, und dafür hasse ich ihn. Aber Thoma, ich hasse ihn so sehr. Und trotzdem liebe ich ihn. Es ist seltsam. Wenn du Thoma liebst, dann lass ihn frei. Nesfate, du liebst ihn auch, nicht wahr? Ich hatte eben eine Idee. Nesfate, du solltest auch hier bleiben. Wir könnten hier zusammen sein. Wir drei, glücklich. Das, ich kann nicht. Thoma. Hä? Wow, Monster! Thoma? Ich bin's nur, Misao. Ich bin kein Mon... Wow, geh weg, Monster! Das sieht ja geil aus. Thoma! Wir können nicht glücklich zusammenleben. Misao, sieh dich selbst in diesem Spiegel an. Was denkst du, wie du ausschaust? Das kann nicht sein. Oh. Das bin ich? Nein. Nein. Misao. Nein. Schau nicht. Schau mich nicht an. Ich red mit... Oh, geil, okay. Wieso? Wieso musste all dies mir geschehen? Was habe ich getan? Sag es mir. Misao. Ich wollte ein langes Leben leben. Ich wollte mit jemandem glücklich werden. Ich möchte nicht alleine sein schon wieder. Ich habe Angst. Ich bin hier bei dir. Ich werde an deiner Seite sein. Wir können nicht zu dritt sein, aber ich weiß, dass wir zwei glücklich sein können. Nesfate, wieso solltest du? Weil wir Freunde sind, nicht wahr? Freunde? Ja, Freunde. Ah. Oh. Sie ist wieder normal. Nesfate. Wir werden immer zusammen sein. Ja. Oh. Nesfate, danke. Aber sind wir jetzt da geblieben? Für immer? Misao. Hä? War es ein Traum? Oh, danke.
Nein, war es nicht. Misao, ich werde dich niemals, niemals vergessen. Das war ein wirklich sehr schönes Ende. Tja. Was passiert denn da im Hintergrund mit Thoma? Oder was soll denn das andeuten? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Hä? Agawa Sawara hat die Freundin wiederbelebt? Oder was? Hä? Ach. Hä? Wachsen die in der Parallelwelt auf? Oder wie? Die Wiedergeborenen? Das kann natürlich sein. Okay. Wow. Tja. Das ist ja schön. Oh Mann, da sind mir eben echt die Tränen gekommen. Das war ziemlich ergreifend, fand ich. Das war echt cool gewesen. Tja. Da werden wir nun also... Was? Mann, es gibt noch was? Ich fasse es einfach nicht. Ich weiß kein Secret Passwort. Och Mann. Scheiße. Nein, ich fasse es einfach nicht. Ich muss tatsächlich noch eine super Secret Passwort Folge machen, oder was? Das gibt's ja nicht. Das muss ich mir mal kurz aufschreiben, dass es ein Secret Passwort gibt mit 11 Charakteren. Also mit 11 Buchstaben. Na toll. Ich fasse es einfach nicht. Nein, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, dass es inkorrekt ist. Nein. So ein Ärger aber auch. So, wir probieren jetzt noch ganz kurz was aus. Da müsst ihr jetzt durch. Ich möchte nämlich wissen, was es ist, wenn ich hier lang rechts gehe. Hier ist ja tatsächlich noch was. Da ist was auf dem Boden. Nimmst du's? Ja klar, nehme ich's. Das ist Ayakas Haarklammer. Wow, was ist jetzt? Das ist immer noch nicht zu Ende. Ich fasse es einfach nicht. Das sind ich und Ayaka. Ayaka, das ist wirklich nicht wichtig gerade. Also lass uns woanders hingehen, wo es sicher ist. Ach, das kennen wir ja. Das ist unsere Unterhaltung, die wir damals hatten. Sie wollte unbedingt nachgucken und mir war es scheißegal dann. Ah, das ist Nisphates Stationery. Das muss so sein. Das ist Nisphates. Ist mir doch egal, sagt sie. Und heraus kommt ein Liebesbrief. Gucken wir doch mal, was sie geschrieben hat. Das hier ist ein verfluchter Brief. Wenn du diesen nicht an 5 weitere Leute schickst innerhalb einer Woche, dann wirst du verflucht sein. Okay, also gucken wir mal in das untere Schubfach. Was haben wir denn hier? Sind das Arme? Ah, Mr. Sotas Schreibtisch? Wieso sollte... Sind die echt? Nein, das kann nicht sein. Berühr das nicht. Wow. Gut. Noch nicht vermodert. Dein Körper ist wirklich atemberaubend, dass er über 3 Monate lang so frisch bleibt. Noch mehr zu lieben. Dieser Typ ist verrückt. Und du hast mein Geheimnis gesehen. Nein, 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 nein! Du kannst nicht fliehen. Ach du Scheiße. Jetzt ergibt das alles Sinn, was damals geschehen ist. Er hat irgendwie bewirkt, dass sie sich nicht wehren kann, als sie da im Bett lag. Ich hab dich. Jetzt kannst du nicht mehr wegrennen. Wegen vorhin. Erzähle es niemandem, okay? Es ist ein Geheimnis zwischen uns. Nein, nein, nein! Okay. Das ist natürlich traurig. Dann muss ich dich töten. Ah, da waren wir gekommen. Aber wieso hat sie eigentlich nichts gesagt? Sie sagt zwar Hilfe, aber dann sagt sie nichts weiter. Naja, bla bla bla, dann hatten wir das ja. Nein, lass dich nicht hereinlegen. Er hat versucht, mich zu töten. Ayaka, du wurdest attackiert. Sie sollte hierbleiben und sich ausruhen, aber keine Sorge, ich bin bei ihr. Okay, gucken Sie nach ihr. Hä? Nein, warte, geh nicht. Warte einen Moment. Ach so, genau, dann sollten wir das Beruhigungsmittel besorgen. Genau. Nein, lass ihn dich nicht austricksen. Warte, Nisphate, geh nicht! Hilf mir! Hilfe!
Also dann. Keiner geht in meinen Weg, also keiner stellt sich mir in den Weg. Nein! Ja, okay, und dann... Ich kann so nicht rennen. Denkst du, du kannst vor mir fliehen? Hilfe! Oh. Dummes Mädchen. Du warst diejenige, die dachte, ich wäre ohne Fehler. Na gut. Ja, die nächste ist gestorben. So ein Scheiß. Verdammt, dieser Mistkerl. Mr. Sota hat Ayaka getötet. Es tut mir so leid, dass ich es nicht gemerkt habe, Ayaka. Aber das ist seltsam. Wieso ist Misaos Körper nicht verdorben? Das ist auch die Kraft des Fluches. Selbst in Einzelteilen hat sie verzweifelt versucht zu leben. Sie wollte wirklich gerne am Leben hängen bleiben. OMG, wir sind immer noch nicht am Ende. Ich fasse es einfach nicht. Also, okay. Also, ich denke, ich mache dann mal noch eine Folge, ne? Weil wir müssen ja jetzt noch mal an diesen Grabstein. Oder wir machen es jetzt einfach. Aber dann könnte ich vielleicht noch herausfinden, was mit dem Passwort auf sich hat. Okay, wir machen einfach weiter. Sotas Grab. Ja, berühren wir auch. Wir machen das jetzt einfach zu Ende. Und ich finde dann nochmal heraus, was ist mit dem. Aber hier ist ja sogar ein Speicherpunkt. Wo ist das? Oh mein Gott. Nee, wir machen nochmal. Also, dann, wir machen nochmal eine Folge. Und dann schauen wir nochmal, was am Ende passiert. Vielleicht können wir ja sogar statt ganz am Ende, wo wir in diesem schwarzen Raum sind, könnte man ja sogar vielleicht noch ausprobieren, ob wenn man erst zu... jetzt komme ich durcheinander. Erst zu Toma geht und dann erst zu Misao, ob das dann auch ein anderes Ende ist und so weiter. Also wir haben noch ein paar Optionen offen. Also gibt es noch eine letzte Folge. Inzwischen schon die fünfte letzte Folge von Misao. Ich freue mich schon. Also dann, ciao, ciao.